Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Assassin's Creed 2. Wir haben Karneval. Nein, nicht in echt, sondern im Spiel. Es ist Karneval. Wir haben letzte Folge von Leonardo diese wunderschöne Maske gekriegt, die so ein bisschen aussieht wie der Mann mit der eisernen Maske, nur dass der Mund offen ist. Und er hatte uns gesagt, wir sollen Schwester Theodora. Was? Theodora? Ich meine, so eine Schwester Theodora finden. Und das werden wir jetzt auch machen. Ich bin sicher, ich habe, was ihr braucht. Und zwar unverzüglich. Ich hoffe, dass jetzt alles erstmal soweit funktioniert, denn ich habe einen neuen Rechner gekriegt. Den bin ich jetzt gerade so ein bisschen bei am Einrichten. Ich spiele jetzt aktuell noch auf dem alten, ganz einfach, weil ich noch nicht dazu kam, den Spielstand rüberzuziehen. Ich hoffe, dass ich zum einen halt für die Streams, aber auch für die ganzen Let's Plays, das alles so weit hinkriege, dass ich auf dem neuen dann aufnehmen kann. Am besten wäre dann natürlich in 60 FPS, nicht so wie jetzt in 30. Mein Full HD wird bleiben. Gut, haben wir ja jetzt auch. Wieso sollte ich das ändern? Da unten irgendwo. Okay, hier gibt es irgendwas, aber keine Info oder sowas. Ich lasse mich schon wieder abblenden. Ja gut, geht gleich weiter mit der Erklärung. Schau mal. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah, Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee. Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld gestohlen! Nun, Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach. Ja, werden wir machen. Wieso? Wo ist er denn? Da hinten. Gut, ist bei Karneval natürlich immer ein Problem. Wenn... Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Was? Zwing mich nicht nochmal zu töten! Nee, das nicht. Wann? Ich komme mit der Steuerung wieder nicht klar. Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Nee, du bist es nicht. Wo ist der Typ denn? Hilfe! Wo ist er schnell? Wieso ist er so schnell? Ich schwöre es! Es war nicht meine Schuld. Sie hat mich ausgelacht. Sie hat mich dazu getrieben. Ja, gut, wenn du einen kleinen Stängel hast, dann... Und noch mehr Blut wird deine Hände besudeln. Was bist du? Irgend so ein verdammter Wohltäter? Lass mich endlich! Ich sollte den noch... Oh, ich glaube, das haben die Wachen gesehen. Nee, doch nicht. War einer der... Was hat er denn so dabei? Nichts. Ich kann ihn nicht looten. Na gut. Bringt mir die Kranken und Verwundeten. Oh, die Kiste. Ja, wo war ich von? Neuer Rechner, ne? Ja, wie gesagt, ich werde versuchen, dann, falls es mir dadurch möglich ist, durch den neuen Rechner, weil ich meine, das ist schon echt ein Monster, was die Daten angeht. Finde ich zumindest jetzt im Vergleich zum alten ist das auch nicht schwer. Ich werde versuchen, alles soweit es geht, in Full HD mit 60 FPS aufzunehmen. Wenn das nicht funktionieren sollte, muss ich gucken, ob ich in 720p weitermache oder in 30 FPS. Bei mir, ganz ehrlich, die Framerate teils sogar ein bisschen wichtiger ist, je nach Spiel. Wenn du jetzt so ein
einen Grafik-Hingucker hast, wie, keine Ahnung, Crysis damals. Ich meine, mittlerweile ist es normale Grafik, aber als es früher rauskam, war es echt Porno. Bald werden wir seinen Körper irgendwo auflesen müssen. Ja, ich bin immer zu schnell hier. Verabscheuungswürdiger! Bist du vom Affen gebissen? Lass mich ruhen. Unser Dank gehört euch, Ezio. Warum folgt euch der Ärger immer auf dem Fuß? Antonio, ihr wisst, warum ich hier bin? Wohl, um Venedig von Marco Barbarigo zu befreien. Wirklich, Ezio, wir haben das schon mal getan. Und dieser neue Templer-Doge ist ein noch größeres Schwein als der letzte. Außerdem verlässt er nie den Palazzo. Ja, außer heute Nacht. Er würde nicht wagen, Karnevale zu verpassen. Woher wisst ihr das? Nun, er gibt das größte Fest von allen. Aber hineinzugelangen wird nicht leicht. Dafür benötigt ihr eine goldene Maske. Und bevor ihr eine fälschen wollt, denkt dran, jede Maske hat eine Nummer. Glücklicherweise habe ich eine Idee. Mal sehen, ob wir nicht eine Maske gewinnen können. Yay! Glücksspiel. Was ist, mein Sohn? Wollt ihr mich etwas fragen? Ja. Vergebt mir aber, warum tragt ihr die Kleider einer Nonne, wenn ihr keine seid? Wer sagt, dass ich keine bin? Doch, ich bin mit dem Herrn vermählt. Und trotzdem seid ihr auch eine Kurtisane. Ihr betreibt ein Bordell. Und? Ich sehe da kein Problem. Es ist meine Entscheidung, wie ich meinen Glauben praktiziere und was ich mit meinem Körper mache. Wie viele junge Frauen war auch ich angezogen von der Kirche, wurde aber von den Gläubigen dieser Stadt desillusioniert. Die Menschen sehen Gott als eine Idee ihres Kopfes und fühlen ihn nicht tief im Innern. Männer müssen erfahren, wie man liebt, um Erlösung zu erfahren. Meine Mädchen und ich bieten das unserer Gemeinde. Ich wusste, keine Kirche würde mit mir übereinstimmen, also gründete ich meine eigene. Nicht gerade traditionell, aber durch meine Pflege werden die Herzen der Männer stärker. Unter anderem, würde ich sagen. Ich habe mir das jetzt mal bewusst ein bisschen angehört. Damit auch ihr erfahrt, was es mit den ganzen Personen so ein bisschen aussieht. Signori e Signore! Kommt her, kommt her! Die Spiele des Karnevale sollen beginnen! Habt ihr den Mut, um einen Preis zu kämpfen, so prachtvoll wie dieser? In diesem wie in jedem Jahr wird die goldene Maske einer Person und nur einer Zugang zum persönlichen Ball unseres geliebten Dogen gewähren. Wer würde diesen besonderen Preis nicht wollen? Kommt, tretet an! Wer auch immer sich heute als Meister unserer vier Spiele herausstellt, soll der persönliche Gast des Dogen sein. Beeilt euch besser, Ezio. Ich glaube, da kriegen wir einen. Ich hoffe. So, da vorne ist was. Da ganz hinten ist noch was. Und in die Richtung ist noch was. Wir fangen natürlich hier vorne an. Oh. Signori, Signori! Dies mag die leichteste Herausforderung. Willkommen! Ob ihr gewinnt oder verliert, dies wird euer heutiges Lieblingsspiel sein. Meine Damen... Und so wird gespielt. Alle Damen in diesem Bezirk haben Schleifen. Die müsst ihr erobern. Wer immer mehr davon hat, wenn mein Stundenglas abgelaufen ist, wird der goldenen Maske einen Schritt näher sein. Okay. Mehr Schleifen von den Damen im Karnevale sammeln als die Mitstreiter. Sich die bestehen. Habt ihr etwas für mich, meine Schöne? So, müssen die also im Taschendieb bestehen. Am besten natürlich alle in der Zeit. Ich meine Schleife. Müssen 25 Schleifen holen. Gut, das sollte kein Problem sein. Hey, hallo, meine Süße. Na komm. Und so, solche Spiele lasse ich mir gefallen. Oh, oh.
Wie hübsch ihr heute aussieht. So. Natürlich ein bisschen flirten nebenbei, das muss ja sein. So, gehen immer welche für uns. Darf ich mich zu euch gesellen? So, weiter geht's. 12 haben wir schon. Hier brauchen wir noch welche. Dürfte ich um eine Schleife bitten. Ich weiß gar nicht, warum ich mich hier gerade so ein bisschen konzentriere. Wie geht's dir, Ben? Groß und Schleife 24 haben wir. Einen noch. Komm schon. Super, hier alle. Zu euch gesellen. Wir haben einen Sieger! Ihr habt mehr Schleifen als jeder andere Mann hier. Ihr habt euch als Frauenschwarm bewiesen. Und ihr seid dem größten Preis aller Zeiten noch näher. Ja, wen wundert's? Bei der Rüstung. So, Schleifensammler haben wir. Heißt noch 2 Spiele. Wo können wir denn hin? Hochklettern? Nein. Gehen wir hier durch. Das Problem an der ganzen Geschichte mit dem neuen Rechner. Oh, hätte ich beinahe die Fachen umgerannt. Ist jetzt natürlich, ich habe die ganzen Spiele noch nicht drauf, weil ich den halt gestern erst gekriegt habe. Beziehungsweise für euch den Freitag vorher. Der Nächste! Also, letzten Freitag. Erzielt die beste Zeit! Könnt ihr euren Nachbarn schlagen? Wer aber wird den Preis gewinnen? Willkommen! Benvenuti! Seid ihr bereit, euch in einem Spiel der Ausdauer und Geschwindigkeit zu versuchen? Natürlich. Viele Herausforderungen sind auf dem Weg. Das Spiel ist einfach, aber es zu beginnen fast unmöglich. Na, beginnt, schon. Wenn ihr soweit seid. Der erste Mitbewerber, der den Streckenrekord bricht, ist der goldenen Maske einen Schritt näher. Ja, dann go, go. Wo dürfen wir denn hin? So. Okay, ist ja ein einzelner Checkpoint vorgegeben. Ich glaube, da muss ich mich jetzt wirklich mal so ein bisschen konzentrieren. Aber, vorbei. Ja, easy peasy. Das geht. Ja, wie gesagt, ich habe die ganzen Spiele und auch Speicherstimmen noch drauf. Noch nicht drauf. Das heißt natürlich, zum einen, ich nehme jetzt auf einen alten Rechner auf. Zum anderen aber auch wahrscheinlich das komplette Projekt. Das heißt, ich will den alten Rechner nicht sofort mit allem zuballern. Zum anderen möchte ich den alten Rechner, den ich jetzt gerade verwende, demnächst als Streaming-PC nehmen. Das heißt, wenn wir auf Twitch oder so wieder aktiv sind, oder besser gesagt, ich auf... beziehungsweise ich auf Twitch aktiv bin, heißt das, ich werde auf dem einen zocken und versuchen mit der Elgato, die ich hier rumliegen habe und ehrlich gesagt noch nie verwendet habe. Aber muss ja keiner wissen, heute zu euch. Werde ich versuchen, das Bild irgendwie abzugreifen. Ob das natürlich funktioniert, habe ich noch nicht getestet. Kam ich noch nicht zu. Na komm schon. Gut, haben wir gleich geschafft. Ich glaube, da vorne ist Ende. Ach, aus. Ja, klar, aus. Schiffen sie auch. Gut. Macht ja Sinn. Der erste Besuch ist da. Der Sieger! Ihr seid der schnellste und stärkste Mann Venedigs. Nun seid ihr dem großen Preis viel näher. Nun, die sehen nicht begeistert aus. So, das heißt, wir haben jetzt noch eine Aufgabe. Machen wir natürlich. Ja, mit dem Bild abgreifen. Ich habe die Elgato ursprünglich geholt, um Spiele von der PlayStation und so aufzunehmen. Das Problem ist, die hat einen HDMI-Anschluss. Und den Monitor, den ich normalerweise zum Zocken verwende, hat noch gar keinen HDMI-Eingang. Das heißt, ich muss
auf dem zweiten Bildschirm, den ich habe, der im Prinzip ein kleiner Flachfernseher ist, muss ich dann zocken. Und ich bin ganz ehrlich, so geil sieht das auf dem Ding nie aus. Trotz HDMI.